herzlich in den FFT-Kammerspielen und im Livestream zur Auftaktveranstaltung unseres Projektes Das digitale Foyer – Räume der Begegnung im Theater der Zukunft. Eine Kooperation zwischen FFT Düsseldorf und der Deutschen Oper am Rhein. Mein Name ist Katrin Tiedemann, ich bin die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin des FFT Düsseldorf. Ich begrüße auch sehr herzlich Christoph Meyer, den Intendanten der Deutschen Oper am Rhein, der gleich ebenfalls noch zu Ihnen sprechen wird. Wir freuen uns sehr, dass unser Projekt Das digitale Foyer im Fonds Digital der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird und wir dadurch die Möglichkeit erhalten, uns in den kommenden Jahren intensiv mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Vielen Dank für diese Förderung. Diese Zusammenarbeit wird uns die Möglichkeit geben, gemeinsam mit unserem digitalen Partner Mirevi, Mixed Reality and Visualization an der Hochschule Düsseldorf, sowie mit weiteren Künstlerinnen und Forscherinnen innovative digitale Strategien für die darstellenden Künste zu entwickeln und zu erproben. Wir wollen praktisch erforschen, wie wir die Kommunikation mit unseren Zuschauerinnen durch den Einsatz digitaler Technologien intensivieren und vertiefen können. Mit dem digitalen Foyer verbinden wir die Vorstellung eines hybriden Raumes, in dem sich analoge und digitale Infrastrukturen durchdringen, in dem sich die körperliche, physische Präsenz und Interaktion um digitale Dimensionen spielerisch erweitern lassen. Wir wollen neue Formen der Teilhabe und des Zugangs erproben und die Verbindung zwischen dem öffentlichen Raum des Theaters und des Stadtraums erfahrbar machen. Als zwei sehr unterschiedliche Institutionen haben wir uns für dieses Vorhaben zusammengetan, um voneinander zu lernen und vom gemeinsamen Austausch zu profitieren. Jetzt übergebe ich das Wort an Christoph Meyer. Bitte. Ja, guten Abend auch meinerseits. Ganz herzlichen guten Abend und vorausschickend einen großen Dank an die, die uns das Geld für dieses wunderbare Projekt geben. Das ist eine großartige Sache. Das Opernpublikum ist etwas digitaler, als man es gemeinhin vermutet. Zunehmend benutzen beispielsweise auch die älteren Besucher und Abonnenten Online-Ticketing, Newsletter und die Webseite etc. Die Deutsche Oper hat auch bereits einige Erfahrungen, insbesondere in Marketing, Vertrieb, Vermittlung beispielsweise, aber auch im Bereich des Streamings über Opera Vision. Das ist eine Plattform der Europäischen Vereinigung Opera Europe. Dort war unsere Xerxes-Produktion mit fast 80.000 Viewern eine der 10 erfolgreichsten Produktionen, die dort über einen Zeitraum von 6 Monaten weltweit ausgestrahlt wurden. Auch gerade, und das wissen alle, während des Lockdowns wurden mehr und mehr neue Formate und Möglichkeiten der digitalen Kommunikation entwickelt. Um Kontakt zum Publikum zu halten, zum Beispiel Talk zum Ring, Opern italienisch, Projekte der Jungen Oper und verschiedene andere Dinge. Trotzdem, und das wissen wir alle, hinkt Deutschland natürlich immens den Entwicklungen auf internationaler Ebene hinterher. In Großbritannien, den baltischen Staaten, Skandinavien, Spanien, Moskau etc. etc. ist man hier schon wesentlich weiter als bei uns. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem FFT, mit dem uns ja bereits einiges verbindet, und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam viel voneinander lernen können und dank dieses wunderbaren Projektes Digitales Foyer gemeinsam den Fokus auf unsere Besucher entwickeln können. Vielen Dank. Ja, bevor wir in das Programm des heutigen Abends starten, übergebe ich jetzt an Katja Garwinkel-Klaassen, die die Moderation übernommen hat. So, okay. Von mir auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir hatten heute schon einen sehr spannenden Tag hier zusammen mit einer sehr überschaubaren Gruppe, wo wir gebrainstormt haben in der internationalen Connection, die jetzt hier heute Abend auch nochmal auf der Bühne stehen wird. Und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, das jetzt an der Stelle nochmal so mit mehr Leuten zu teilen. Dieser Abend wird so ungefähr so aussehen. Ich verschwinde gleich wieder und Tina Lorenz übernimmt das Mikrofon, um uns einen kleinen Impuls zu geben, uns damit in den Abend zu schicken, zu Fragen zu Digitalisierung und Theater, die sie sich schon sehr, sehr lange stellt und wo sie vielleicht uns ein bisschen mitnehmen kann, dahin, wo sie den aktuellen
wichtigsten Punkt sieht oder die wichtigsten Entwicklungen. Anschließend bekommen wir Einblicke in digitale Proben und auch Begegnungsräume, nämlich die Kolleginnen von Elektron aus Estland stellen ihre Plattform und ihre Arbeit vor und Birk Schindler stellt uns Nota vor. Und schließlich zum Abschluss des Abends wollen wir hier nochmal mit den Kooperationspartnern Deutsche Oper am Rhein und FFT zusammensitzen und in einem Gespräch einen kleinen Einblick geben in das, was das digitale Foyer aktuell als Projekt schon ist und wo wir vielleicht gerne noch hin möchten. Jetzt freue ich mich sehr, dass Tina Lorenz bei uns ist. Sie war eine der letzten Personen, die im März diesen Jahres auch hier in den Kammerspielen mit uns gearbeitet hat, nämlich bei unserem Game Jam, Game on Stage. Als der Lockdown dreute, musste sie als eine der ersten wieder fahren, weil sie in Bayern lebt und da zuerst die Schulen geschlossen hatten. Seitdem ist sie umgezogen, hat einen Jobwechsel hinter sich und ist nun Projektleiterin für digitale Entwicklung am Staatstheater in Augsburg. Sie ist außerdem Mitbegründerin mehrerer Hackspaces, Dozentin, Jurorin bei der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund. Und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Tina. Es klingt alles so aufregend, wenn du das so sagst. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ich hatte letzte Woche ein sehr, sehr lustiges Gespräch mit einem Dramaturgen, der im Vorstand sitzt einer großen bundesweiten Dramaturgenvereinigung. Und ich erzählte so von meinem Job und er erzählte so von seinen Tagungen und dass jetzt mit der Digitalisierung sich beschäftigt wird. Und er meinte dann, naja, Frau Lorenz, wissen Sie, also an der Stelle müssen wir gar nicht weiterreden. Sie sind ja erst seit 3 Wochen im Job und wir fangen ganz oben in der Debatte ein, im Diskurs. Und also so Grundlagen interessieren uns da jetzt nicht mehr. Das fand ich ein bisschen seltsam, weil ich gerade die Grundlagen total wichtig finde und in der Vorbereitung dieser Reise habe ich in meinem Haus ein Dienstreiseformular ausgefüllt und dieses Dienstreiseformular war auf Papier. Es hatte 2 Seiten und ich habe es 4-mal falsch ausgefüllt. Die Personalabteilung hatte also mit mir eine Woche lang richtig Spaß, bis ich dieses blöde Formular verstanden hatte, dass ich da immer persönlich hintragen musste, weil es war aus Papier. Und das ist so eine der Sachen, die an Stadt- und Staatstheatern tatsächlich normaler sind, als man das so denken mag. Es gibt auch irgendwie im Corona-Lockdown haben wir auch Inszenierungen gesehen. Da gab es Experimente mit dem digitalen Raum, tatsächlich auch mit Rückkopplungskanal. Ich habe eine Inszenierung gesehen, sehr schön. Das war sozusagen live und gestreamt mit Chat-Rückkanal. Und der Regisseur war völlig entsetzt, dass die Leute sich dort nicht verhalten haben wie im Theater, wie sie jetzt sozusagen aufmerksam im dunklen Raum sitzen, der ein bisschen heller ist heute. Nee, die haben sich Penisbilder hin und her geschickt. Das hat die überhaupt nicht interessiert, was der Performer da auf der Bühne gemacht hat. Und das sind so Anekdoten, die zeigen, dass sozusagen die Grundlagen dessen, was Digitalisierung sein kann, erstens ein sehr weites Feld ist und zweitens auch verschiedene Säulen umfassen muss und dass das alles gemeinsam zu einem großen Ganzen werden muss. Und diese 3 Säulen werden dann so zu einer Digitalisierungsstrategie, die eigentlich jedes Haus haben soll. Im Museumsbereich ist das schon länger so. Das Theater, es gibt ein Haus, das ist das Staatstheater Nürnberg, die haben sowas schon, weil ich das da geschrieben habe. Und genau, die erste Säule, die diese Strategie umfasst, ist die Säule Kunst. Mit der Fragestellung, welche Geschichten für das 21. Jahrhundert wollen wir mit welchen, auch digitalen, technischen Mitteln erzählen. Da gehe ich heute am wenigsten drauf ein. Da haben wir noch sehr, sehr kompetente Kolleginnen, die Ihnen heute auch noch über die Kunst was erzählen werden. Das ist auch das, wo die meisten KünstlerInnen schon, denen stellt schon die Haare auf am Stadt- und Staatstheater, aber das ist eine der wesentlichen Säulen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Weil Theater macht immer noch diesen Widerspruch auf zwischen analog und digital und das muss überhaupt nicht mehr sein. Die zweite große Säule ist die Verwaltung. Also die Frage, wie können wir Technik einsetzen, um interne Verwaltungsprozesse zu verschlanken und wie können wir Automatisierung nutzen, um Arbeitszeit sinnvoll einzusetzen. Ich habe auf dem Weg hierher in der aktuellen Theater der Zeit gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Das ist dieses große Special über Macht. Und da gibt es auch einen Coach, der sagt, naja, so Krankenstand von 15%, das ist irgendwie auch normal. Das kann irgendwie auch nicht sein.
weil was wir im Stadt- und Staatstheater ganz oft noch machen, sind Prozesse, die handgemacht sind, es aber gar nicht müssten. Wir finden das super, wenn bei uns die Schuhe noch handgemacht sind, die Hüte, die Perücken, das ist auch alles großartig, aber gleichzeitig ist unsere Bühnentechnik schon seit Jahrzehnten nicht mehr analog, also seit wir künstliches Licht haben, so, und die sitzen da mit Tablets und da wird kein Scheinwerfer mehr angefasst. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da alle Abteilungen mitnimmt und sagt, wo besteht denn Bedarf? Ja, können wir uns vom Papierticket verabschieden, damit das Vorderhaus endlich wieder Zeit hat für das, was sie eigentlich machen wollen, nämlich sich mit den Kundinnen beschäftigen und mit dem Publikum beschäftigen? Können wir ein integriertes Schlüsselkartensystem haben, damit wir nicht einen riesen Schlüsselbund an diesen Piepsdingern immer miteinander rumtragen? Können wir ein Intranet haben, wo alle Formulare digital drin sind, wo ich Clippy habe, der mir erklärt, bitte füll dieses Formular jetzt so aus, weil ansonsten kommst du hier nicht weiter. Ja, und das sind alles so, ich meine, haben Sie mal Theasoft gesehen? Das ist die Software, die die KBBs benutzen, die künstlerischen Betriebsbüros. Das ist nicht schön. Das ist keine schöne Software. So. Und damit muss man sich rumschlagen. Auch die Tatsache, dass wir trotz Corona immer noch hadern, auch mit Homeoffice-Sachen, mit Videokonferenzlösungen und so. Das sind alles Prozesse, die müssten wir uns eigentlich angucken. Die dritte Säule ist die Vermittlung. Das heißt, die Fragestellung, die dahinter steht, wie kommunizieren und vermitteln wir unsere Inhalte in Räumen, die ihre eigenen sozialen Kodizes haben. Das heißt, bei Corona haben wir das gesehen, die Theater waren zu, man konnte nicht mehr proben, man konnte nicht mehr spielen. Viele sind irgendwie in die digitalen Räume gewandert, und zwar da, wo sie sowieso schon Standbeine hatten. Das sind meistens die sozialen Medien, die eigene Webseite. Und waren dann sehr erstaunt, dass die Leute dort nicht so reagiert haben wie im Theater. Weil im Internet kommuniziert man anders, man sendet anders, man hat dort andere User-Communities. Es sind keine TheatergängerInnen mehr. Oder die TheatergängerInnen verhalten sich dort anders. Und das sind Sachen, die muss man sozusagen auch mit einbeziehen, wenn man dort spielen will. Das sind keine leeren Räume, die jetzt nur darauf gewartet haben, dass das Theater das Licht der Weisheit eben sozusagen auf diese Internet-Community runterstrahlen lässt. Also die Schillers Schaubühne ist im Internet so nicht möglich. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Genau. Die Frage ist, wer motiviert mich dazu, als Haus eine Digitalisierungsstrategie zu machen, wenn ich das ja eigentlich gar nicht müsste? Es ist so, in England ist es so, dass Kulturbetriebe, die öffentliche Förderung bekommen, bekommen diese öffentliche Förderung nur, wenn sie eine Digitalisierungsstrategie haben mit ganz klar definierten Kundendatenauswertungen. Das heißt also, sie müssen ihre Kunden besser kennenlernen, ihr Publikum, um ihren Service zu verbessern. Das ist etwas, da sind sozusagen die Träger, die Motivatoren, die öffentliche Hand, weil sie ganz klar sagt, ihr habt da Kundendaten, ihr wisst aber überhaupt nichts über euer Publikum, ihr müsst das ändern. Ja, ihr könnt nicht einfach sozusagen, also rein Service. Es muss gar nicht sein, dass das Programm am Publikum ausgerichtet wird, sondern es geht um den Servicegedanken. Und da ist noch sehr viel Luft nach oben. Theater im Stadt- und Staatstheater, von dem ich immer spreche, weil ich wirklich keine Ahnung von der freien Szene habe. Da kommen aber dann die kompetenten KollegInnen nachher noch. Theater ist immer noch ein hierarchischer Top-Down-Betrieb. Das hat ganz viele andere Probleme, da steigen wir heute nicht mit ein. Aber das heißt, dass vor allen Dingen die Theaterleitungen in der Pflicht sind, hier zu priorisieren und das Thema voranzutreiben. Das ist deswegen so wichtig, weil das ist tatsächlich ein Thema der Mitarbeiterfürsorge. Es ist ganz konkret, es ist wahnsinnig wichtig, dass man so viele Prozesse wie möglich automatisiert, damit die einfach nicht mehr diese scheiß Tabellen den ganzen Tag ausfüllen per Hand, die man mit einem ganz, ganz kleinen Shell-Skript ersetzen könnte. Man befreit dadurch Ressourcen und man macht die Mitarbeiter glücklich, weil sie sinnstiftende Tätigkeiten machen können und nicht irgendwie per Hand Excel-Tabellen auszufüllen. So, und deswegen, da sind die IntendantInnen und die GeschäftsführerInnen ganz massiv in der Pflicht, das irgendwie als Thema der Mitarbeiterfürsorge ganz oben anzulegen. Das heißt also, was fehlt uns? Ich rekapituliere nochmal. Eine unterstützende öffentliche Hand, die den Strukturwandel fördert, auch gerne ein bisschen massiver fördert. Dann eine Theaterleitung, der einfach der MitarbeiterInnen-Schutz wirklich am Herzen liegt und die deswegen Digitalisierung priorisieren. Dann die Überwindung dieser eingebildeten Gegensätze von wegen, wir sind der analoge Fels in der digitalen Brandung. Das ist einfach Mist, das können wir echt einfach wirklich mal in der Vergangenheit lassen. Und eben ein Wissen über das, was möglich ist und geht.
Wie wird interne Kommunikation in anderen Unternehmen gestaltet, die vielleicht ein Intranet haben? Wie wird digitales Dokumentenmanagement gestaltet? Das sind alles so Sachen, wo jedes Theater so in seiner Blase irgendwie eine Lösung bastelt, meistens aber einfach auch nicht. Und deswegen wäre auch wichtig ein Open-Source-Ansatz, also sozusagen ein offener Quellcode, bei dem ein Theater eine Lösung entwickeln kann und diese Lösung dann präsentiert und andere Theater sich diese Lösung nehmen können und an ihr Haus anpassen können. Weil eine Lösung für alle Theater gibt es nicht. Sehen Sie an Theasoft, sehen Sie an ganz vielen anderen Softwarelösungen, Sie müssen immer basteln. Das ist auch voll okay. Aber wir sollten gemeinsam basteln und nicht jeder so in seinem Schubladen. Und dann brauchen wir ganz schließlich auch wichtigerweise die Annäherung zwischen KünstlerInnen und Computernerds. Das ist mir ein ganz persönliches Bedürfnis, weil ich der Meinung bin, dass das sehr ähnliche Gruppen sind, die ähnlich ticken, die aber bisher noch wenig miteinander reden. Eben zur gemeinsamen und gegenseitigen Erweiterung des eigenen Blickfelds. Wie kommen wir dahin? Ganz einfach. Wir brauchen Aufklärung und Bildung auf allen Seiten, auch in den Unis, bei den neuen DramaturgInnen, den neuen DisponentInnen, also bei Leuten, die sozusagen in dieses Feld drängen, wie wichtig die Digitalisierung ist und was wir alles leisten können dort. Wir brauchen Material, das uns einen gemeinsamen Bildungsstand ermöglicht. Und wir brauchen Freiraum für das Entwickeln der Strukturen. Wenn Sie jetzt ins KBB gehen und sagen, yes, wir digitalisieren, dann fassen die sich da alle an den Kopf, die haben 10 Stunden am Tag zu tun. So, alle Abteilungen haben zu tun und zwar massiv und da braucht es diesen Freiraum und den hätten wir jetzt eigentlich schon, den hätten wir jetzt und den sollten wir jetzt nutzen. Wir spielen weniger, wir haben weniger Produktion, wir haben weniger Leute drin, wir haben jetzt eigentlich eine Möglichkeit, wenn wir uns diese Zeit nehmen, da wirklich zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt neue digitale Strukturen, weil das geht ja nicht von heute auf morgen, das dauert ja einfach. Und dazu brauchen wir eine Strategie mit einem Zeitplan. Was wollen wir, wie priorisieren wir es und wie kommen wir dahin? Deswegen fände ich das super, wenn wir wirklich gemeinsam Banden bilden und wenn jedes Haus in den nächsten 5 Jahren eine Digitalisierungsstrategie hätte, wie das die Museen alle schon haben oder sehr überwiegende Teile, ich würde mal sagen 80%, weil das einfach wichtig ist, sich klarzumachen, wo wollen wir als gemeinsames Haus hin? In welche Richtung wollen wir gehen? Wir wollen ja nicht in 20 Jahren immer noch irgendwie Excel-Tabellen beschreiben. Und deswegen wäre es mein Wunsch, dass wir tatsächlich auch das Personal dahingehend entwickeln. Ich mache digitale Entwicklung an meinem Haus. Ich bin eine der Ersten, die dieses Jobprofil haben. Wir müssen unseren Job noch neu erfinden. Und es braucht auch Programmiererinnen an Theatern, das ist total klar. Ne? Wir müssen ja auch Softwarelösungen entwickeln können. Wir brauchen Intranet-Lösungen, VPN für Homeoffice, Videoconferencing-Tools, diese ganzen Sachen, die müssen wir alle in irgendeiner Form schaffen und das schaffen wir nur gemeinsam. Und deswegen finde ich das total wichtig zu sagen, Digitalisierung im Kunst ist tatsächlich keine Bedrohung, sondern eine totale Herausforderung und Chance und ich würde mir wünschen, in 5 Jahren wirklich viele Strategien und deren Umsetzung sehen zu können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Tina, für diesen Fokus vielleicht auch auf einen Bereich, an den wir gar nicht unbedingt immer zuerst denken, wenn wir an Digitalisierung und Theater denken. Also ich zumindest nicht, muss ich zugeben. Das war jetzt sozusagen der Blick ins mögliche digitale KBB oder so, vielleicht auch auf die digitale Hinterbühne. Wir gehen jetzt aber auf die mögliche digitale Bühne vielleicht. And I switch to English. Now, as will our guests from Tallinn, Estonia, Michael Lund and Christian Jansen. They are members of the collective Electron, a group of artists, scientists and coders who develop digital means for artists and audience to meet. I mentioned that they come from Tallinn, Estonia, and we are super, super happy that they made it here because at the moment it's not so easy to travel from Estonia to Germany. So thank you very much for being here in spite of this pandemic situation and welcome, Electron. Microphone working? Yeah. Hey, my name is Maike and it made me laugh when before Nina was saying that that maybe the artist should hang out, at least the translation said in theirs, that should hang out more with the computer nerds. Yes.
We have been doing that for about 15 years. We started 2005 with a kind of artist-run project that involved people from different backgrounds. And it didn't matter what background they had, as long as they were interested in what we were interested in. And now, 15 years later, we've ended up with a strange group of strange people, and less artists, and more, I don't know, engineers, coders, yeah, developers, but also people who do their PhD in restoring medieval art pieces, and what does it mean? I have a performing arts background. I will do it very quickly because Christian will take over and continue. This Electron is a project or a platform that is together with the Estonian Ministry of Culture and Kanuti Gildi Saal, which is like FFD in Tallinn. And us, they gave us money, and we decided to go for kind of to give like a ground for transdisciplinary performing arts. So curiosity-based research where artists meet scientists, and they are not doing anything instrumentalized, but rather they are finding together out something that they have no idea yet from the point of where they start from. And that includes also technology. There is a good way of thinking about, I think, our technological age, that there is a, I've lost the name, but in actor network theory, there is this question posed, do the footballers play the ball, or does the ball play the footballers? Are we running after something? So we have to teach ourselves how to use a smartphone instead of other way around, and how come is that? And what does that all mean? So when the lockdown came, then everything in our current or our curriculum that we planned for kind of changed. And instead, we saw that the most urgent thing is to make a digital or virtual theater. And the reason why we didn't want to provide our audiences just with come to this Zoom address was because Zoom is what you do at work. It's an office tool. And I don't know anybody who would like to go after their work back to their offices to see theater piece all dressed up. That didn't somehow make sense for us. So we decided to build a virtual theater space and cover only very basic requirements, because we only had 2 weeks to program it. So the first one was that audience can see their performer. The second one, that audience can see each other, that there is a lobby and a host, somebody who says that please keep distance and turn off your mobile phones. And maybe even most importantly, that the performers can see their audiences, so they are not performing into kind of this red camera dot that I can see, this kind of void. And that it has to be for free, because first time we have a chance to actually be able to be reached with our program by people who have no access to theater for different reasons. Either they have special needs or special abilities, or they are parents who are home with their babies, or they have, you know, broken their leg, or they are in a hospital bed, or so on and so on. So therefore, we wanted to give this kind of completely open access. And now we did our 5-month run with this, with a lot of performances and lectures and things like that, and science.
And then we are entering the new phase, and Christian, you will take over. I hope I didn't take too much time. So now we thank you. Hi, I'm Christian. I'm setting up things here as I speak. As Maike mentioned, this 5-month run was a great run, but we also learned a lot. Especially, we learned what didn't work. And I think you already felt that half a year we all developed this digital fatigue and the Zoom call fatigue and the being online fatigue and always cameras on fatigue. Right? We dress again at home compared what we did in May. So we felt that we need a restart of sort. We felt that this video heavy, I'm not right now showing our previous incarnation of a platform, but it's a mix of Facebook Live and Zoom calls and this kind of lot of video windows with a big window for a performer and the small windows for the audience. You can kind of have seen it already. So instead, we went totally back to basics. So what is back to basics in terms of creating a space for events, creating a space for performance, for a performer, with audience? And this is a space, right? The classic black box is a space. So what is the digital analog of a black box? So this is how we started. We just built this kind of 3D scene. But it's kind of missing, right? So if we introduce something here, it has to create this kind of imaginary space. Like this is what we create, like the stenographers and any theater production is great at. We make a very small kind of schematic elements on a stage, and it also already becomes alive. And human brains are just incredible. So we built this thing, which this was our starting point. So what you need to create this kind of space, right? So you need some kind of billboards, like a lobby. Writing on the walls, obviously. And yeah, let's cue some audience sounds, right? Is this enough? This is what the best that we can do. We did this very minimalistic, this kind of line art, black and white, on purpose to kind of deconstruct everything and start to build up this digital space. We don't have any AR, VR, fancy technology here. So what can we now add to make this space a bit more engaging, interesting, preparing you to this act of live performance? So, so I don't know. So, yeah, we should go for pink. Not sure. Any tips? How can we set it? Or is it actually a light space? Not sure. Or actually, we can go totally dark. Yeah, let's go total dark. You see, I'm performing this now. I haven't prepared on purpose. I just want to see where this thing takes me. So maybe let's see what happens here. Let's go to the risky territory. What else can we do? Paint it a bit ominous. And cue some scary music. Is this now the place you wanna be in for an extended time? I'm not sure.
me personally not, but if there is an artistic intention, some kind of very specific preparation you need to go through, some kind of trial before you enter the actual ritual of a performance, maybe this can be justified. I'm not sure. But you see, with 10 seconds, I was able to turn something which is felt like this kind of artsy alternative foyer for the theater into something totally ominous. We went further because there is one critical thing missing here. You heard about the people, but the people are not kind of here. It's just a kind of 3D rendering. So how can we add people here? So yeah, let's bring them in. So what is the most simplest visual representation of a person in a room? We were going back to Bauhaus here, so it has to be a dot. So it's very hard to go anything smaller and more abstract than a dot. So maybe it's a dot, but maybe it's I don't know, line, or what else can we do here? Yeah, I need to recue the people thing. So is this enough? Can we go further? I kind of like the dot thing, but thing about those dots is that they are, you can't distinguish them. There is no personality. There are different people in a room. You can do something with kind of organization, and like flocking in a different configurations, but maybe there is something interesting about it. So maybe we actually can do something like this. So you know, we all know how smile is, but maybe. And you imagine a scenario: you are in this kind of online or kind of live feed, and everybody's chatting away. So what if you can only enter one character, and it has to be some kind of emotion? So do you also have to, you don't need always translate this kind of full bandwidth video stream to the others and the actual performers? Maybe this will do for now. So how can you cut the high bandwidth and high bandwidth communication and cut it to something very subtle, very kind of something what we do as people, we even use non-verbal communication. Things that we do, like you guys are totally, totally intelligent, right? Something with all these kind of visual cues, what we do. How can we play around with those ideas? Make it alive with absolute minimum amount of effort and visual kind of bizarre. So, but there is still one thing missing. We are actually, we built this in some kind of purpose in mind. It was a preparation for some kind of live performance, some kind of video performance, something like we're streaming right now with this camera, right? We have to use the beautiful technology of theaters. You're pulling things up and pulling things down and bring in the video screen. And this is what you're supposed to be seeing, right? This is where we stopped to kind of give a feedback. We worked with audio. We worked with a kind of spatial arrangement of things. We don't know where this road takes us. But one thing I know is that this experiment started when I boarded the ICE train in Berlin yesterday at 2:57, and it was ready by this morning. So if one 24 hours or kind of 12 hours is enough to create this kind of experimental space, cut people thinking and see the different opportunities and kind of re-visualize what is even possible in a digital realm. If we just multiply this into days, maybe weeks, maybe even some months, I think it's going to be very super interesting
journey ahead. And also we are not doing it alone. All this thing is open source. It should be any kind of minimal amount of skills you can play around with it. I will later share a link which will be in the FFT homepage. So you can play, try it out. So it's free for everybody. And you can kind of, the best way to experiment, talk about this thing is actually experience it yourself. So if you remember this famous quote about writing about the music is the same as dancing architecture, I think we definitely should dance architecture. And this is what we do here. So it's now the floor is opening up, and we just have to take all the possibilities this technology offers us. So thank you. Thank you very much, Kika and Maike, and all the other members of Electron who might maybe listen in the stream and who joined us also for the workshop in the morning. Ich wechsle mal wieder für den nächsten Gast ins Deutsche und nutze kurz die Gelegenheit, mich auch bei Frau Erika Rubinstein zu bedanken, die den Abend übersetzt für unsere Gäste, falls Sie sich schon gefragt haben, wie unhöflich wir sind, dass wir die ganze Zeit Deutsch reden. Also in Ihren Ohren klingt das jetzt dann wieder auf Englisch, und das ist dank Frau Rubinstein. Vielen Dank. Wir machen weiter mit unserem kleinen Gang durchs potenzielle digitale Theater und erkunden jetzt vielleicht gleich mit Birk Schindler noch so einen Raum, den wir noch nicht gesehen haben. Vielleicht die Probebühne, vielleicht das Archiv, könnte man sagen. Birk stellt uns das digitale Montagetool Nota vor. Es ist für KünstlerInnen gedacht, und nach Aussage der Gruppe Nota, mit der Birk zusammenarbeitet, richtet es sich an eine unruhige Netzgemeinde. Das fand ich zumindest eine ziemlich interessante Formulierung, und wir freuen uns sehr darauf, jetzt zu hören, was ihr da macht. Willkommen, Birk. Schönen Abend. Ich bin Birk Schindler, ich bin Bühnenpyrotechniker, Theatermacher und Teil des Theaterkollektivs Vollmilch und der Produktionsgemeinschaft Nota. Zu dieser Produktionsgemeinschaft, da gehört zum einen das Theaterkollektiv Vollmilch, dann der Informatiker Nils Bulcher, der bildende Künstler und Informatiker Jan Neukirchen und die Dokumenta-Restauratorin Melissa Köhler. Wir produzieren Nota, unser Montage Werkzeug seit dem Jahr 2017. Zudem hat sich um unsere Software eine kleine Gemeinde, eine Testgemeinde von Künstlerinnen gebildet. Von einer Gemeinschaft aus Künstlerinnen der freien Kunst und der freien Theaterszene, von Wissenschaftlerinnen und Programmierern produziert und getestet, ist Nota eine Alternative zu Softwarelösungen und Plattformen. Beides Begriffe, die allgemein und extrem normal daherkommen, aber eine ganz spezifische technisch-kapitalistische Produktionsweise meinen. Die ästhetischen und sozialen Dimensionen dieser Produktionsweise drohen oft hinter ihrer extremen Normalität zu verschwinden. Und durch zunehmende Kürzung dieser Aspekte des Sozialen und Ästhetischen mit all dem Reichtum, den Unreinheiten, den Ungereimtheiten, die diese Aspekte haben, scheinen Softwarelösungen und Plattformen oft extrem klar und clean. Wir gehen in der Produktions- und Testgemeinde, wie Katja eben schon gesagt hat, der Sache anders nach, mit einer gemeinsamen Unruhe gegenüber dem Digitalen. Unsere Produktionsgemeinschaft begreift Nota eben nicht als Softwarelösung, sondern als Montagewerkzeug, und nicht als Plattform, sondern als sozialen, technischen und ästhetischen digitalen Proberaum, der auch eine ganz eigene Ökonomie verlangt. Hier kommt also alles zusammen, wird als ein Gesamtes gedacht.
Ich will euch nun in einem ersten Teil zeigen, was wir mit dem Begriff Montagewerkzeug meinen und in einem zweiten Teil demonstrieren, was digitales Proben, digitales Probieren heißen kann. Und zum Abschluss, je nachdem, ob ich noch zukomme, wie es mit der Zeit aussieht, habe ich noch ein paar Antworten, vorläufige Antworten auf die Fragen, was ist eine digitale Probegemeinschaft in der freien Szene? Jetzt kommt eine Bildschirmaufnahme. Einen Moment. So, noch einmal von vorne. Das Erste, was Nota hier von sich zeigt in dieser Bildschirmaufnahme mit Bilddaten von Wunderkammern aus dem 17. Jahrhundert, ist eine scheinbar unendliche Tiefendimension. Ich könnte diese Dimension auch mit ganz anderen Daten demonstrieren. Ich könnte zum Beispiel diese Pferdegaloppbilder aus dem 19. Jahrhundert verwenden oder noch einfacher, einfach das mit roten Pfeilen Ihnen einmal demonstrieren. Oder was ich machen könnte, wie dort jetzt im Video, ich könnte T drücken und links klicken, um ein Textfeld zu erstellen. Dann drücke ich A und nehme das A mit dem Cursor auf, nachdem ich etwas noch hereingezoomt habe. Dann zoome ich mit dem Mausrad wieder heraus und kopiere das A, indem ich C drücke. Und so kann ich dann nach und nach wieder diese Tiefe montieren. Dann hat man in diesem riesigen zweidimensionalen Raum einen 3D-Effekt auf einmal geschaffen. Es gibt also auf dieser Website, nota.space, ist einfach in Google Chrome am besten zu verwenden, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Unterseiten, auch öffentliche Räume. Und wichtig, für Nota braucht es eigentlich kein Spezialwissen. Das lässt sich hier nochmal ganz gut zeigen. Ne? Ihr seht einfach, das sind verschieden groß skalierte Bilder, die habe ich mit der Maus groß und klein gezogen und dann hintereinander ineinander gesetzt. Nota hat also diesen, den man jetzt nochmal gut sieht, immensen Raum. In den kann man verschiedene Medienarten anordnen. Bilddaten können das sein, dann auch Dokumente, Videos und oben sieht man schon auch Text. Wie Sie gesehen haben, kann man Text direkt eingeben. Andere Daten, die nimmt man dann einfach aus dem Explorer oder was man da hat und per Drag and Drop kommen die in Nota herein. Das dauert dann einen Moment, dann kann man aber auch schon anfangen zu montieren. Als nächstes wenden wir uns dann den Videos zu, die man auch schon hören sollte, aber ich glaube nicht hört. Wenn man sie aber hört, ich glaube, da scheint gerade irgendwie das technisch nicht ganz zu... Ah ja, doch. Da werden sie lauter, wenn man hereinzoomt und wenn man dann wieder herauszoomt oder die Videos aus dem Bildschirmausschnitt rausschiebt, dann werden sie wieder leiser. Wenden wir uns zum Text zu. Text, wenn man den in so vielen Fragmenten hat, kann man sehr schön unterschiedlich anordnen oder dann auch anfangen, ihn zu skalieren. Zum Beispiel dann jetzt hier den letzten Punkt so in die Tiefe des Raums mit reinziehen. Als nächstes kann man dann auch Dokumente als Bilder einbinden. Die hat man dann einmal hier so in der Übersicht und natürlich kann man wieder heranzoomen, um sie dann zu lesen. Oder ich habe unten auch einmal, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber hier unten zum Beispiel habe ich sie mal so gestapelt. Und da kann man dann die Ebenenfunktion von Nota benutzen, um sich da durchzuklicken. Entschuldigung. Kommen wir als nächstes dann zu Bildersammlungen. Die können ganz, wie man das auch gewohnt ist, von einer Bildersuche angeordnet werden, nur dass man dann natürlich wieder hereinzoomen kann oder herauszoomen kann. Aber was wir auch machen können, wir können da einmal umsortieren, was ich dann gleich auch machen werde. Ich habe das ein bisschen beschleunigt, damit man das sich besser angucken kann. Man könnte zum Beispiel das Ganze einmal nach den Größenverhältnissen sortieren. Also ich nehme all diese Wunderschränke und daneben packe ich dann die Wunderkammern und dann skaliere ich sie noch entsprechend, dass das passt. Und dann noch diese beiden Ausstellungshallen und auch entsprechend skaliert. Das letzte Bild kommt ja oft vor, hat nicht so richtig reingepasst, dann kommt es halt dazwischen. Oder ich gehe hier einmal den Fluchtpunkten der Bilder nach und komme dann ganz am Ende in einer Büste an und zerlege dann die Visage von
diesem Besitzer der Wunderkammer mit meiner Bewegung in die einzelnen Pixel. Das sind die Grundlagen von Nota. Der ungewöhnliche Raum, die ungewöhnlichen Dimensionen, die Möglichkeiten des An- und Umordnens, die verschiedenen Medienarten. Nota bietet mit diesen gerade zumindest andeutungsweise demonstrierten ungewöhnlichen Grenzen und Dimensionen die Möglichkeit, ästhetische Prozesse in den digitalen Raum zu überführen, unsere Daten aus ihren Ordnern und anderen gewohnten Strukturen herauszuholen und bisherige digitale Praxis zu überprüfen. Jetzt vielleicht nochmal ganz an den Anfang, dass man das einmal gesehen hat. Wie kommen wir überhaupt auf die Webseite? Da geben wir einfach ein, hoppla, nota.space und dann kommen wir hier auf diese Website, wo man auch das Video von eben hat. Hier kann man dann reinzoomen, um zum Tutorial zu kommen. Da landet man dann hier und kann das dann durchlaufen. Wird hier einmal durchgeführt. Wenn man das dann hat, dann kann man uns gerne anschreiben, um einen Account zu bekommen. Das ist bei uns noch sehr digitale Handarbeit. Und dann kann man sich einloggen. Ich bin jetzt schon eingeloggt. Dann kann man auf Spaces klicken. Da hat man dann eine Liste mit verschiedenen Räumen. Und wir haben auch ein paar Probe- und Übungsräume, bei denen man verschiedene Sachen ausprobieren kann. Oder man erstellt einen eigenen neuen Raum. Und dann hat man diese schwarze Fläche vor sich. Was macht man als nächstes, um diesen Raum zu eröffnen? Man braucht ein Montageteil. Das zieht man rein, denn nur mit einem Montageteil kann man überhaupt diesen Raum erfassen. Und das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, weil in einer Zeit, in der wir eigentlich eher immer damit kämpfen, Sachen in Strukturen irgendwie reinzubekommen, in irgendwelche Timelines, Tweets oder Kanäle, dass wir hier eine Sache haben, wo nicht als erstes Struktur auffällt, mit der man umgehen muss, sondern als erstes Strukturlosigkeit auffällt. Das heißt nicht, das Ganze ist irgendwie unendlich, ne? Das Ganze ist in einem Browserfenster, also das hat einen Rahmen, aber es sind ungewöhnliche Grenzen. Nochmal, auch sehr wichtig, Nota eignet sich als Gesprächsanlass und gemeinsamer Probeort für Künstlerinnen und Coderinnen. Diese Art Blackbox eignet sich dafür auch ganz wichtig, wenn eben noch gar keine besondere Affinität zur Digitalität besteht, als Gesprächsanlass. Und darin hat Nota das Potenzial, den Open-Source-Gedanken, glaube ich, auch nochmal kritisch zu hinterfragen, zu radikalisieren, eigentlich von einem Gedanken mehr aus dem freien Theater der Offenlegung der Mittel. Und damit komme ich jetzt zum zweiten Teil. Was ist digitales Proben? Diese zweite Demonstration zeigt Nota in seiner programmiertechnischen, sozialen, ästhetischen Produktionsweise als Proberaum. Denn Technik und Ästhetik befragen sich in Nota gegenseitig auf eine Art und Weise, wie ich das von der Blackbox, von der Theaterprobebühne kenne. Also, wir haben einmal ausprobiert, wie viele Bilder in Nota passen, bis das Programm und unsere Rechner nicht mehr richtig performen. Das heißt, da haben wir hier dieses andere Bild von Muybridge's Pferdegaloppstudien genommen, eines der ersten Filmbilder, das schien uns da ein ganz gutes Testbild und angefangen, das zu kopieren. Irgendwann ergab sich dann die... Oh ja, jetzt muss ich kurz... Wechseln. Krass, das Sound brauchen wir nicht. Dieses Muster. Und an der Grenze der guten Performance, da begab sich dieses Muster dann in Bewegung, ganz anders als beim Film. Dieser sogenannte Moiré-Effekt ergibt sich dadurch, dass die Bilder hier kleiner sind als ein Pixel, von unserem Bildschirm. Ja? Und der Algorithmus, der die Bilder auf den Canvas des Browsers, also die Leinwand des Browsers zeichnet, nach einem bestimmten Regelwerk sich eines der Pixel immer aussuchen muss. Die Bewegung ergibt sich dann eben aus der Masse an angeordneten Bildern, auf die dieses Regelwerk angewendet wird.
Zur selben Zeit waren wir auch in der Recherchephase für ein Theaterprojekt, das sich mit Masse, Individuum und Bildkritik auseinandersetzte. Dafür haben wir mit unseren eigenen Kinderbildern dieses GIF hier zusammengestellt. Das sind also all unsere Kinderbilder übereinander gelegt. Und dann ergab sich im Bewegungsmuster dieses Massenbilds nach einiger Zeit zu unserer Überraschung wieder das Einzelbild. Da kann man es einmal umgedreht sehen. Hier schlossen zum einen inhaltliche und konzeptionelle Gedanken zu einer Bühnenästhetik an, die das Verhältnis von Masse, Individuum und Darstellung auslotete, also in der Theaterarbeit. Zum anderen, ich mache hier kurz Stopp, schlossen an diese technisch-ästhetischen Versuche dann wieder Pläne für Programmänderungen an. Dass man in Nota beim Heranzoomen, wie gesehen wurde, beim Heranzoomen in Bildmedien auf die Pixel stößt und die Pixel nicht, wie in der Standardeinstellung unseres Frameworks, weich gezeichnet werden. Das ist zum Beispiel Konsequenz der Aufmerksamkeit, die Pixel hier durch diese Versuche bekommen haben. Ich hoffe, wie hier zwischen Technik und Ästhetik herumprobiert wird und sich an technische Tests ästhetische und inhaltliche Reflexionen dann anschließen, erinnert gerade die Theatermacherinnen unter euch an die ein oder andere Probe. Im Grundsatz benennt das digitale Proben für mich eine selbstbewusste Position gegenüber den digitalen Normalitäten. Eine vom Theater kommende historisch-kritische Grundhaltung, die mir die Basis bietet, an allen möglichen ungewöhnlichen Orten und ungewöhnlichen Zeiten von Nota und dem Produktionsprozess von Nota innezuhalten und zu testen. Oder, und ich komme dann jetzt am besten schon zum Abschluss, vielleicht kann digitales Proben auch ganz anders ausgedrückt heißen, wie Stine Hertel, die heute auch zufällig da ist, sehr schön gesagt hat bei unserem Beta-Test mit dem Bündnis Internationaler Produktionshäuser vorletzte Woche, glaube ich. Nota ist eine Software, um sich seine eigenen Probleme zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Birk. Ich habe jetzt übernommen, so lange ein bisschen zu sprechen, bis dieses Pult weggeräumt ist und wir hier auf diesen Stühlen ein kleines Gespräch anfangen können. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt wegräumen, das Pult. Das ist also einfach eine große Freude, diese Impulse sich anzuhören, als wir begonnen haben, über das digitale Foyer zu sprechen gemeinsam. Und eigentlich sind wir ja immer noch im Begriff zu beginnen. Damit hatten wir vor allen Dingen Fragen. Und dann gemeinsam über diese Fragen zu diskutieren, mit so tollen Inputs, wie wir die heute gehört haben, auch mit vielleicht ganz unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Sprachen, die wir da sprechen können. Das ist eigentlich, finde ich, jetzt schon der ganz große Spaß und der ganz große Gewinn von diesem Projekt. Aber das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, sondern in Ruhe besprechen mit zwei Personen, die maßgeblich dieses Projekt gerade machen. Ich setze mich mal hier hin. Nämlich Katrin Tiedemann, die Sie schon gesehen haben, die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin des FFT, und Jens Breda, Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing an der Deutschen Oper am Rhein. Und Jens braucht noch ein Mikro, glaube ich. Da ist es. Genau, ihr könnt noch mal klatschen. Herzlich willkommen. Ich schenke auch gleich noch was zu trinken ein. Also so ungefähr seit dem Moment, als das kommuniziert wurde, dass wir dieses tolle Projekt machen dürfen, fragen uns alle, was ist denn jetzt dieses digitale Foyer? Wo ist es denn? Wann kann ich es endlich besuchen? Und wir möchten jetzt eigentlich ein paar Einblicke geben in die Fragen, mit denen wir, wie gesagt, beginnen, dieses digitale Foyer irgendwie entstehen zu lassen. Und was halt als nächstes immer kommt, ist FFT und Deutsche Oper am Rhein, so unterschiedliche Partnerinnen. Das ist ja interessant. Starten zusammen diese Kooperation, das digitale Foyer. Und vielleicht beginnen wir jetzt an der Stelle auch einmal einfach mit den Startvoraussetzungen. Also wie ihr das beschreiben würdet, mit was
startet das jeweilige Haus in diese Kooperation? Was ist die Expertise? Denn es war ja Voraussetzung, dass man jetzt nicht bei Null anfängt, sondern schon etwas vorzuweisen hat. Und was ist diese Expertise und was sind die Fragen? Wer von euch möchte starten? Ja, da wir jetzt schon mittlerweile eigentlich ein Jahr dieses Projekt vorbereiten, fällt es mir gar nicht mehr so leicht, irgendwie mich zu erinnern, wie wir angefangen haben. Ich könnte jetzt vielleicht zweierlei, also einmal würde ich gerne etwas anders, als du mich jetzt eben zuletzt gefragt hast, Katja, würde ich vielleicht gerne nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, der uns so motiviert hat, das anzugehen. Das FFT wird nämlich im nächsten Jahr umziehen, eine neue Spielstätte bekommen. Also in einem Jahr werden wir schon umgezogen sein. Und dieser Ortswechsel hat uns natürlich, also hat viele Fragen mit sich gebracht, nämlich wie dieses neue Theater in Anführungsstrichen dann aussehen kann. Und für uns spielt da das Foyer, also wir ziehen in ein Gebäude, das ist ganz in der Nähe vom Düsseldorfer Hauptbahnhof, das sogenannte KAP 1, das steht für Konrad-Adenauer Platz 1, also das ist die Adresse. Das ist ein Gebäude, was von der Post genutzt wurde, was in den 90er Jahren errichtet wurde als Logistikzentrum der Post. Und wir haben uns auch im Zusammenhang mit Stadtrecherchen, die wir begonnen haben, viel mit Fragen von Logistik beschäftigt. Da spielt ja auch spielen digitale Infrastrukturen eine große Rolle. Das war so ein Ansatzpunkt. Über diese Thematik mit dem öffentlichen Raum, dem städtischen Raum, sind wir dann dazu gekommen, eigentlich mehr und mehr auch darüber zu reflektieren, wie die Zusammenhänge in der Stadt sich durch Digitalisierung verändern. Ja, also was als was wird das Theater in Zukunft gebraucht werden, besucht werden? Wenn vielleicht, um es mal so ein bisschen plakativ auszudrücken, wenn vielleicht der Gang zum Shopping in die Stadt nicht mehr im Vordergrund steht, weil das bereits alles online passiert. Also wenn E-Commerce das Einkaufen irgendwie zu einem ganz anderen Vorgang gemacht haben und einem die Dinge, die man einkauft, direkt nach Hause gebracht werden, brauchen wir auch andere Gründe, um wieder die Stadt zu nutzen. Und natürlich haben wir nicht die Antwort, wie sich das, also darauf, wie sich das alles in Zukunft entwickeln wird, aber man kann schon sich einiges vorstellen und unter anderem, und jetzt komme ich vielleicht zu dem Punkt der Expertise, also was wir auch schon seit einigen Jahren machen, wir beschäftigen uns mit den Digital Natives. Das ist jetzt so ein Schlagwort, ein Begriff, mit dem man eine jüngere Generation, wobei der Generationenbegriff auch immer ein bisschen problematisch ist, aber sagen wir mal alle diejenigen, die in eine Welt hineingeboren sind und mit sozusagen mit dem Internet aufgewachsen sind, sodass man das nicht mehr als etwas Neues oder eine parallele Realität begreift, sondern als die Realität, in der man lebt und diese Alltagspraxen, die sich daraus entwickeln, bringen die jungen Zuschauerinnen ins Theater mit, so oder so. Es gibt so dieses schöne Bild, dass praktisch das Internet in der Hosentasche, also mit dem Smartphone, immer dabei ist. Das heißt, wir sind als Zuschauerinnen immer schon online. Ja? Und diese veränderten Praxen, diese veränderten Wahrnehmungen, auch die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, könnte man vielleicht so zusammenfassen, dass dieses jüngere Publikum, was ja in Zukunft das Publikum schlechthin sein wird, dass dieses jüngere Publikum also neue Erwartungen auch an das Theater entwickeln wird. Und die haben uns, also mit diesen Erwartungen haben wir uns jetzt schon seit einigen Jahren beschäftigt und dabei ging es uns bisher weniger um den Einsatz von Technologie, weil wir dafür auch gar nicht die Mittel und die Möglichkeiten hatten, sondern stärker eigentlich um den Erfahrungsraum, die Erfahrungsräume, die sich dadurch geöffnet haben und die Art, wie man miteinander anders kommunizieren kann. Also es sind vor allen Dingen viele Stücke mit Jugendlichen entstanden, die dann auch ihre
eigenen Erfahrungen eingebracht haben. Und daraus sind teilweise choreografische Stücke entstanden. Oder auch, also häufig geht es dann eben darum, dass die Jugendlichen ihre Realität ja zum Gegenstand von diesen Performances machen. Wer öfter mal im FFT zu Gast ist, hat davon sicher schon das eine oder andere gesehen. Also auch aktuell gibt es wieder Beispiele diesen Monat, aber darauf können wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Ich will nur sagen, also es sind Fragen, die nach neuen Narrativen, neuen Formen der Dramaturgie, aber eben auch nach Zugänglichkeit, die uns beschäftigen. Ja, vieles, was auch gerade schon von Elektron und Muta angesprochen wurde. Wie ist das bei euch? Also wie würdest du das an der Oper beschreiben, diesen Weg der letzten Jahre vielleicht auch? Ich weiß nicht, wie lang der ist bei euch. Also grundsätzlich, das hat ja die Kollegin aus Augsburg eben schon gesagt, es ist ja gar nicht mehr die Frage, digitale Transformation am Theater, ja oder nein, sondern die Frage ist ja, wir sind ja mittendrin, also die Frage ist ja, welche Schwerpunkte setzen wir, wann passiert was und mit welche Strategie setzen wir dahinter. Und wir haben uns ja jetzt für dieses Projekt, da hat es jetzt verschiedene Stränge gegeben, die da irgendwie zusammentrafen. Einerseits gibt es schon seit Jahren eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen FFT und Deutscher Oper am Rhein. Einfach, dass wir haben hier immer wieder die Möglichkeit, mit der Jungen Oper unsere Produktion zu zeigen und das Publikum hierher einzuladen auf eine etwas kleinere Bühne, was für uns eine wahnsinnig wichtige Ergänzung ist. Das ist das eine. Und wir stellen dann immer wieder fest, dass diese Unterschiedlichkeit der Institutionen, die bei uns ja wirklich extrem ist, also ich glaube, auf dem Pol der Theaterwelt gibt es wenig, das kleine FFT und dann dieser Riesentanker Deutsche Oper mit den zwei großen Häusern in Duisburg und Düsseldorf. Das ist schon ein relativ großer Unterschied und ich glaube, weil wir so unterschiedlich sind, kommen wir auch so gut miteinander klar. Das ist sicherlich, und dann hatten wir ja den Punkt tatsächlich der Foyers. Also ihr seid dran, neue Räume zu beziehen und euch Gedanken darüber zu machen, wie sieht ein Foyer im 21. Jahrhundert aus, welche Funktion hat es und wie kann es auch als digitale Schnittstelle in irgendeiner Form funktionieren. Und als wir über dieses Projekt redeten und ihr auf uns zukam und fragtet, seid ihr dabei, weil es wurden zwei unterschiedliche Institutionen gebraucht für den Antrag, war der Punkt, wir steckten gerade, es war ja noch vor Corona, als wir den Antrag schrieben, mitten in einer wirklich sehr spannenden Diskussion darüber, ob Düsseldorf einen Opernhausneubau bekommt oder nicht. Und wir hatten gerade eine Veranstaltungsreihe gemacht am Haus, wir waren stark in der politischen Szene unterwegs, haben dort Argumente ausgetauscht und dieses Thema kam immer wieder auf, dann eben auch verbunden mit der Frage, wie soll denn ein Opernhaus der Zukunft aussehen, welche Funktionen erfüllt es in der Stadtgesellschaft und natürlich sonnenklar, wenn man dann über so einen Neubau nachdenkt, dann soll er natürlich auch soll er Funktionen erfüllen, die der alte Bau vielleicht nicht hatte. Und dann kamen wir drauf, dass wir gesagt haben, eigentlich treffen wir uns alle in den Foyers, da treffen wir uns untereinander, da treffen wir uns mit dem Publikum. Wir als Haus haben natürlich als Opernhaus unsere Erfahrungen gemacht mit den Bereichen Streaming. Wir haben unsere Erfahrungen im Bereich Marketing, Vertrieb, in der digitalen Kommunikation. Aber was noch fehlt, ist tatsächlich in die Kommunikation mit dem Publikum zu gehen. Also jetzt mal abseits von reinen Interessen des Vertriebs oder der Programmkommunikation, das Publikum auch um eine Stellungnahme zu fragen und das Publikum mit einzubeziehen, entweder in einen künstlerischen Prozess oder zumindest in die Reflexion dieses künstlerischen Prozesses. Und ich glaube, das ist das, wo wir dann gesagt haben, das interessiert uns jetzt beide. Dann wiederum in der kompletten Unterschiedlichkeit, wo wir gesagt haben, gut, wir bringen eine Expertise mit, eben im Bereich von Streaming, im Bereich von Marketing. Ihr bringt sie mit über die Programmatik mit den Digital Natives. Das bringen wir jetzt mal zusammen und dann gucken wir mal, was daraus wird. Was man jetzt schon den ganzen Abend merkt, wir haben auch heute beim Workshop schon darüber gesprochen, es ist ziemlich interessant, vielleicht ist das für Sie auch total banal, aber wenn man über das Internet spricht, ich glaube, das war auch schon immer so, ist man einfach immer total schnell bei so räumlichen Metaphern. Also vom Cyberspace spricht man ja eigentlich nicht mehr, aber irgendwie kommt es, dass wir uns digitale Dinge als Räume vorstellen. Ist ja sehr kurios und das bietet sich natürlich total an, wenn man jetzt so ein Theater auch neu denkt, dass man da auch in diesen räumlichen Begrifflichkeiten vielleicht bleibt. Also das digitale Foyer macht total viel Sinn. Und dass es ein konkretes räumliches Vorhaben irgendwie ist, zumindest für das neue FFT, ist auch schon klar geworden. Aber es ist irgendwie ja auch so eine Metapher, mit der man spielen kann. Vielleicht könnt ihr sagen, ist es für euch eher
im Moment noch Metapher oder eher konkret räumlich, wenn Metapher, dann wofür? Also über welche Begegnungen in diesen Räumen sprechen wir dann oder wo möchten wir hin? Also für uns ist es, glaube ich, beides gleichermaßen im Moment. Wir haben auch dann in den ersten Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen auch von der Hochschule Düsseldorf, die, mit denen wir jetzt im Gespräch darüber sind, über die Digitalpartnerschaft, dass sie die übernehmen für dieses Projekt. Da kamen schon sehr interessante Gedanken auf, wo wir gesagt haben, dieses Haus, also auch gerade das Opernhaus natürlich von außen, hat das seine Mauern und das hat zwar diese Türen, aber eigentlich wirkt es recht verschlossen und wäre es nicht toll, man könnte da irgendwie reingucken, man könnte da reinhören. Man könnte das irgendwie aufmachen. Und das Tolle am Digitalen ist ja, dass eine solche Öffnung nicht einfach nur funktionieren kann, indem ich einfach einen Monitor ans Haus hänge, sondern ich kann ja diese Bilder oder das, was da passiert, ja überall hin transportieren. Ich kann da ja Transformationen machen in den öffentlichen Raum hin an ganz andere Stellen. Und wir haben in einem ersten Workshop über 2 Tage zusammengesessen und alle möglichen Ideen gewälzt. Und wo wir immer wieder hinkamen, war, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich diesen Begegnungscharakter, dieses Aufeinandertreffen des Foyers auch unabhängig vom Haus selber, auch draußen einerseits schaffen. Andererseits aber haben wir natürlich auch ein konkretes Interesse daran, dass die Menschen zu uns kommen und dass sie sich auch mit unseren Inhalten auseinandersetzen. Und von daher geht es ganz konkret auch um eine digitale Ausstattung der Foyers vor Ort. Das können zum Beispiel auch Möbel sein, die gleichzeitig Schnittstellen sind zu Räumen, in denen vielleicht wo man vielleicht auf Informationen treffen kann, die zu bestimmten Produktionen von Künstlerinnen produziert wurden. Also es gibt vieles, was, glaube ich, im Theater interessant ist, was normalerweise also hinter verschlossenen Türen stattfindet, ob es in den Proberäumen ist oder in den Gesprächen. Also diese Idee zum Beispiel von offenen Proben oder auch die Querverweise, die Quellen, auf Quellen, mit denen man arbeitet, die verschiedenen medialen Bezüge und so weiter. Das ist irgendwie total vorstellbar, dass diese Dinge auch dem Publikum zugänglich gemacht werden können und wo sozusagen ganz neue Formen der Beteiligung entstehen können, als wir sie bisher kennen. Also Beteiligung, die darüber hinausgeht, sag ich mal, sich nur mit den fertigen Ergebnissen zu beschäftigen oder im Rahmen eines Publikumsgesprächs mit den Künstlerinnen zu sprechen, sondern daraus können spielerische Dinge entstehen. Auch gerade für Kinder und Jugendliche ist das wahrscheinlich interessant. Also es gibt durchaus auch Vorbilder, Beispiele, wo Theater solche interaktiven Möbel zum Beispiel schon haben. Und das ist auch eine Sache, die wir ja im Rahmen dieses insgesamt auf 4 Jahre angelegten Projekts, ein Jahr ist jetzt schon mit Vorbereitungen und Recherchen verbracht worden, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, uns Prototypen und Entwürfe auch von anderen Theatern anzuschauen oder nicht nur Theater, es können halt auch andere Einrichtungen sein, auf jeden Fall uns die Zeit zu nehmen, auch so etwas zu recherchieren und damit zu beschäftigen. Genau, also das ganze Projekt ist auf 4 Jahre angelegt, hast du gerade schon gesagt. Das erste dieser Jahre ist natürlich jetzt sehr speziell gewesen durch Corona. Vielleicht ist das zum Abschluss dieses Abends, der ja erst ein Anfang ist, nochmal ganz interessant. Vielleicht könnt ihr ein paar erste Punkte schon nennen, also ein paar erste Schritte, die wir jetzt gemacht haben. Und das wäre natürlich auch sozusagen die Möglichkeit, nochmal zu kommentieren, das, was wir heute schon gehört haben. Denn das ist ja einer der ersten Schritte, die wir heute gegangen sind mit dem Tag. Naja, was haben wir schon gemacht? Also wir haben uns, wie gesagt, wir haben uns einen Digitalpartner gesucht, mit dem wir in den Austausch gehen, der uns berät, rein auf einer technischen Seite, aber was eigentlich fast noch wichtiger ist, der uns dazu hilft, Gedankenräume aufzumachen. Also damit wir bei Digitalisierung jetzt nicht einfach an irgendein Computergeschäft denken, in das wir reingehen und einkaufen, oder an Programmierer, bei denen man einfach eine App bestellt, sondern dass man wirklich sich die Frage stellt,
was wollen wir, wen wollen wir erreichen und was soll damit passieren? Und das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns. Wir haben begonnen, uns auf einer anderen Ebene mit dem Thema Open Source zu beschäftigen. Auch das kam ja schon in dem Impulsvortrag der Kollegin, dass es eklatant wichtig ist, dass wir nicht für uns nur ganz exklusiv das jetzt erarbeiten und dann darauf alle Rechte behalten wollen, sondern das, was wir hier machen und erproben, wollen wir auch anderen zur Verfügung stellen und damit Impulse in die Theaterszene geben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir sind sehr dabei, die digitalen Stränge, die es schon gibt, sei es im Bereich von Publikumsforschung, sei es eben auch im Bereich von Kommunikation, jetzt zusammenzubringen und in eine Strategie hineinzugießen. Du hast ja schon einige Formate erwähnt, Katja. Also nicht zuletzt bist du ja bei uns auch diejenige, die das sozusagen betreut, diesen Bereich. Vielleicht kann ich dir ja auch diese Frage zurückspielen und du kannst es irgendwie kurz sagen, weil es gibt unter anderem OnLive, das ist so eine Konferenz eigentlich, die wir auch schon, ich glaube, seit 5 Jahren machen. Und da haben wir ja auch verschiedene Partner, die Kölner. Vielleicht magst du dazu kurz was sagen, weil das werden wir ja auch weiterverfolgen. Genau, also das ist vielleicht etwas, was man jetzt auch schon so merkt, ne, dass das auch so ein Netzwerk ist irgendwie wieder, wo man mit wahnsinnig vielen verschiedenen Leuten im Gespräch ist. Also das ist jetzt die Uni Köln, das Institut für Kunst und Kunsttheorie, wo interessanterweise KunstlehrerInnen lernen und dann später in die Schule gehen. Also die Verbindung zum Lernen ist da ja auch immer ziemlich interessant für uns gewesen. Und das ist dann auch die direkte Connection zu den Digital Natives. Dieses Generationenthema, das kann ich ja vielleicht sonst auch jetzt zum Abschluss hier nochmal in die Runde werfen, weil wenn man jetzt mal so ganz klischee-mäßig, glaube ich, so auf die Oper und das FFT vielleicht guckt, du hast schon über unsere Jugendtheaterschiene gesprochen, die habt ihr auch, aber es ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis, dass der Altersdurchschnitt eures Publikums wahrscheinlich ein klein wenig höher liegt als bei uns und man hatte ja jetzt im letzten halben Jahr nicht so direkten Zugriff oder Kontakt mit dem Publikum, aber was vielleicht zum Schluss imaginiert ihr da an dieser Stelle, wo so eine Art, wo dieser Generationenaustausch vielleicht möglich wird? Ist das auch etwas, was dieses digitale Foyer dann kann oder gibt es viel zu viele Hürden, weil das, was die Jungen benutzen, kriegen die Alten, Älteren nicht mehr hin oder so? Wie stellt ihr euch das vor? Da muss ich jetzt mal ganz direkt darauf antworten, weil ich hoffe, dass dieses Projekt auch ein bisschen dazu beiträgt, dass wir mit ein paar Klischees aufräumen. Wir haben vielleicht ein etwas älteres Publikum. Das heißt ja aber nicht, dass die nicht irgendwie digitalisiert seien, sondern ich vermute, dass der Anteil unseres Publikums, das online bucht, dem euren in nichts nachsteht. Das ist so das eine. Und ich erhoffe mir jetzt natürlich sehr von diesem Projekt, dass wir einfach nochmal eine noch stärkere Öffnung darüber hinbekommen. Also wir haben sicherlich jetzt auch in dem Lockdown mit den digitalen, ich nenne es mal auch Experimenten oder Formatexperimenten, die wir gemacht haben, immer wieder ja auch den Versuch gestartet, über unser Publikum hinaus dann nochmal andere Leute anzusprechen und stellen da schon auch fest, dass es jetzt funktioniert. Also auch jetzt gerade im Spielplan nach Corona, also wo wir mit ganz anderen Formaten gerade an den Start gehen, als es vorher der Fall war, wo wir jetzt merken, da kommt plötzlich ein anderes Publikum irgendwie um die Ecke. Und das wäre natürlich toll, wenn wir das über jetzt so ein Digitalisierungsprojekt jetzt auch noch weiter vorantreiben könnten. Ja, wir könnten diesen Abend jetzt zu einem Abschluss bringen, außer ihr möchtet noch gerne irgendwas an der Stelle loswerden. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Meine Feststellung, durch diese massive Digitalisierung von Prozessen durch Corona, auf einmal kann man sich wunderbar an Zeitpläne halten. Ich bin sehr stolz, wir haben unseren voll im Griff und hatten uns auch vorgenommen, vor allen Dingen für die Leute, die vielleicht auch zu Hause zuhören, dass das nicht so ein wahnsinnig langer Abend werden soll. Wir wissen aber auch, dass natürlich Gesprächsbedarf entsteht an so einem Abend. Und an der Stelle müssen wir leider sagen, haben die Leute gewonnen, die heute Abend live hierher gekommen sind. Weil wir gehen jetzt alle schön zusammen in das Foyer, also in das zum Teil digitale, aber auch noch ein bisschen vielleicht nicht digitale Foyer der FFT-Kammerspiele, das wir noch für 2 Monate
3 Monate jetzt haben, das nutzen wir. Da gehen wir vielleicht an die Bar und alle, die einander jetzt zugehört haben, können noch in Austausch miteinander treten. Die Menschen, die jetzt nur am Screen zugeschaut haben, können sich aber auch gerne bei uns melden, weil wir sind ja erst am Anfang von diesem Projekt und wer weiß, mit wem wir das nächste Mal hier zusammensitzen. Es fühlt sich so an, als müsste das jetzt noch lange weitergehen, tut es aber nicht. Wir beenden das hier. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, bei allen, die heute Abend ihre Arbeit mit uns geteilt haben, bei allen, die gekommen sind und zugeschaut haben. Und wir freuen uns aufs nächste Mal im digitalen Theater oder digitalen Foyer. Auf Wiedersehen.